Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Animal Crossing und ich hab Bock zu bauen. Und es ist mal wieder Sonntag, Nachtfolge nehme ich auf, es ist Feuerwerk. Die anderen feiern, wir gehen gleich arbeiten. Ich wollte mal eben gucken hier wieder, was wir gekriegt haben. Ah, guck mal, ich habe Gulliver zwischendurch ja nochmal geholfen. Da gibt's ein Geschenk. Den Brief werfen wir wieder weg. Dann habe ich zwei neue Songs gekauft. Und die Akademie des Hauses Rang B. Ich war schon mal besser. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich so langsam mal irgendwie wieder besser werde. Weil eigentlich finde ich mein Haus mittlerweile ganz cool. Da steht ja nicht nur Müll jetzt drin, sondern das passt ja auch alles ein bisschen zusammen. Leicht asiatisch, also gerade das Schlafzimmer und so. Und ich habe mir eine Taucherbrille gekauft. Supergeil. Gucken wir mal eben rein hier. Eine Glückskatze. Oh, das ist ja auch asiatisch, ne? Ja, hier ist nicht genug Platz. Das. Und das. ADHS Silberabzeichen. ADHS. ADHS. Ah. Volkskrankheit der Kinder. ADHS mittlerweile. Früher gab es einfach eine geklatscht und da war alles wieder gut. So. Machen wir mal ins Lager erstmal. So, Funk. Gucken wir mal, was wir hier an Funk haben. Auch nicht so doll, ne? Aber der Groove kommt gut. So, können wir mal wieder das? Ah, ne, das hat er. Wir wollen ja bauen, ne? Wir wollen uns jetzt nicht mit dem Kram hier auseinandersetzen. Ich muss euch auch gleich unbedingt nochmal was zeigen. Oder mache ich das zuerst? Ich kümmere mich mal eben nochmal ganz kurz ums Plateau, damit wir hier vielleicht nachher noch eine Brücke hinsetzen können. Da sprachen wir ja beim letzten Mal drüber. Dafür muss ich jetzt mal eben das ausziehen. Den ausrüsten. So, bei die Arbeit. Ein, zwei neue Anleitungen habe ich nochmal eben. Nix Dolles hier. Ein Bauklotz Hocker. Schlüsselbrett. Das finde ich wiederum eigentlich ganz cool. Ich habe nochmal einen Zaun gekauft irgendwie. Ich habe nochmal ein Keramikgeschirr bekommen. Aber das war's auch. So. Also nicht viel. Wir fangen an zu bauen. Ich hatte nämlich noch eine kleine Idee. Na, erzähle ich euch gleich, wenn wir da sind. Wir machen mal eben das hier mit dem Plateau. Das machen wir mal eben weg. Alter, Schüler. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, hier herrschen gerade, weiß ich nicht, gefühlte 1000 Grad hier oben in meinem Dachgeschossen Mini-Aufnahmezimmer. Das Zimmer ist wirklich nicht groß und mit den ganzen Geräten hier, wenn dann auch teilweise immer der PC hier am Rendern ist und so, da ist schon, da geht schon was ab. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Da entsteht ganz schön Hitze. Aber trotzdem muss ich sagen, freue ich mich natürlich über das aktuelle Wetter, was wir haben, weil ich mit meiner Lunge finde Kälte scheiße, Nasskälte sowieso. Also im Winter, wenn es so richtig nasskalt ist, dann tut es mir richtig weh beim Atmen und so. Und ich friere halt super schnell. Ich bin wirklich, also was das angeht, weiß ich, ob es mit der Krankheit so ein bisschen zu tun hat, vielleicht auch mit meiner Herzgeschichte und so. Ich habe einen niedrigen Blutdruck und dadurch, ja, schlecht. Weiß ich nicht, man sagt ja immer bei schlechter Durchblutung und so, kann es ja auch mal kalt werden. Oder frieren Leute schneller.
Durchblutung ist bei mir eigentlich okay, aber vielleicht durch den niedrigen Blutdruck vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Arzt. Ich weiß nur, dass ich sehr schnell friere und da bin ich immer froh, wenn es warm ist. Ja, dann schwitzt man halt mal ein bisschen, aber dann klatsche ich mich halt wie vorhin mal kurz eine halbe Stunde im Pool. Oder man geht mal kurz kalt duschen. Boah, das ist schon eine scheiß Mücke hier. Komm her, du Pissvieh. Keine Lust, dass du mich nervst und stichst. Also so ein Sandlaufkäfer, wa? Ist aber schon klar, dass es kein Sand ist. Komm lieber hier runter, hier kannst du im Sand laufen. So, dann, wenn wir dann erstmal den Inselrundlauf gemacht haben, komplett, wenn dann hier unser Norbert sagt, er hat heute bei seiner 13. Runde, kam ihm eine Idee, weiß ich, dann lügt er mich vielleicht auch nicht mehr an, weil dann kann er hier auch wirklich eine Runde laufen. Momentan ist es mit einer Runde noch schwer. Außer er ist 13 Runden nur um sein Haus gelaufen. Das ist natürlich auch noch möglich, aber keine große Leistung. Ich muss immer noch mal sagen, ich habe eben noch mal kurz in den Himmel geguckt. Irgendwie, ich finde, dieses Feuerwerk ist echt geil gemacht. Auch, dass du deine eigenen Designs da machen kannst. Irgendwie könnt ihr jetzt ja da irgendwie noch mal irgendwann noch mal ein paar Designs nur fürs Feuerwerk machen. Also diesen Stern oder Feuer oder so irgendwie. Das sieht bestimmt cool aus. Vielleicht setze ich mich da bei einer ruhigen Minute noch mal ran. Ich habe auch jetzt nach der letzten Aufnahme schon mal ein bisschen Sachen vor meinem Haus weggenommen, damit wir vielleicht wirklich da eine Brücke hinbauen können. Ich muss dann aber auch noch mal gucken, ob ich die Brücke da wirklich baue oder ob ich noch an einer anderen Stelle als erstes eine Brücke baue. Aber wie gesagt, das zeige ich euch erst gleich, wenn ich den Scheiß hier abgerissen habe. Ich glaube auch, dass wir jetzt breit genug sind. Da habe ich ja 4 Reihen weggerissen und eigentlich stand ja die letzte Reihe ziemlich weit außen. Weil das hier ist ja, glaube ich, wieder die tiefste Stelle. Das heißt, ein lasse ich hier wieder noch frei und dann kommt 1-2-mal ein Weg. Das sollte klappen, weil ich wollte hier außenrum immer nochmal natürlich auch Laternen hinklatschen. Ja, dann haben wir das in dieser Richtung geschafft. Dann müssen wir jetzt natürlich nochmal schnell in die andere Richtung. Falscher. Ich finde es auch eigentlich cool, dass die Wege immer direkt an die Brücke rangehen. Das ist eigentlich ein cooles Design, sage ich jetzt mal. Schade, dass das bei den Treppen nicht so ist. Ja, wir haben jetzt ja da auf unserem Plateau, wo jetzt die zwei Treppen Schrägstrich-Aufgänge stehen, da hat er das ja leider nicht gemacht. Das fand ich echt schade, muss ich sagen.
Ja, das ist klar. Kann ich mal was probieren? Wenn ich jetzt so weggehe, nimmt er dann auch die Hälfte weg? Na, jetzt nimmt er den ganzen weg. Ah, guck mal. Können wir das sogar ein bisschen beschleunigen hier, die ganze Geschichte? Ha. Also, hier könnt ihr auch nochmal Tipps und Tricks lernen. Wenn ihr eh ein paar Reihen mehr wegnehmen wollt, geht erst in die Mitte rein. Dann macht er nicht immer erst einen halben weg. Und mit Glück macht er die jetzt auch ganz. Nice. So. Tipps und Tricks mit dem Kaktus. Komisch, geht doppelt so schnell. Wie kommt das bloß? Wie kommt das bloß? So. Jetzt kann ich euch ja eigentlich zeigen, was ich wollte. Und danach bauen wir hier einen Weg hin. Erstmal zeige ich euch das jetzt. Also hier soll ja eine Brücke dann hin. Und ich habe jetzt hier schon mal, ja, die Sachen, die hier standen, weggenommen. Die ist noch da, der Zaun ist weg. Die beiden Stühle und so ist weg. Und ich, oh, richtig geil, Blumenzüchten klappt auch im Moment richtig gut. Ich habe heute hier so eine dunkelviolette Tulpe gezogen. Habe ich denn noch irgendwie? Ja, von denen habe ich zwei orangefarbene hier, die auch wieder, wenn die gezüchtet sind, die zwei orangefarbenen nebeneinander, auch wieder eine spezielle Farbe ergeben. Also da bin ich dann auch nochmal gespannt. Irgendwie höre ich gerade... Ja, hier brauche ich irgendwann nochmal eine zweite rote. Da kommt auch nochmal eine Farbe raus. Zwischendurch kommen natürlich hier immer noch, ja, die normalen Farben auch immer leider nochmal raus. Was echt schade ist, dass die hier, die sollen eigentlich blaue machen. Wenn die sich vermehren, sind es immer nur die gleiche Farbe. Das ist leider ein bisschen schade, aber kommt vielleicht noch. So, jetzt habe ich hier eine Idee gehabt, weil es ist ja so, ich wollte diesen Boden, wollte ich ja nur hier so haben. Und hatte eigentlich gedacht, nach dem Eingang hier mache ich den Boden anders weiter. Problem, was wir jetzt haben, ist, wenn ich jetzt sage, ich mache danach den Boden, dann fügt er die natürlich nicht zusammen. Da muss man jetzt nicht komplett durchdrehen, aber ich finde es schade. Ich hätte es gerne anders. Und da das ja mit einer Brücke funktioniert, seht ihr hier schon, habe ich ein Wasserstück gemacht. Wo ich mir aber auch überlegt habe, ich könnte das ja auch als Fluss machen. Dann ziehe ich den hier hoch. Ups. Dann ziehe ich den hier hoch und lasse den irgendwann schräg werden und ziehe ihn aber mit dem anderen zusammen. Das war meine Überlegung. Und wenn das mir zu beschissen aussieht, dann setze ich im Endeffekt... Kommen wir jetzt zu. Das Stück, was wir jetzt hier gebaut haben, was ja jetzt im Endeffekt genau mittig von der Insel ist, einfach mittig zu dem geraden Stück vom Fluss, bevor er irgendwann wieder schräg wird. Dann setze ich halt alles, ich mache es zwar schon alles gerade, setze es aber ein Stück nach rechts weg. Das heißt auch, die Quelle ist nicht direkt in der Mitte, sondern, was weiß ich, irgendwo auf dieser Höhe da oben drauf. Das war so meine Idee. Ich finde sie ganz cool. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich sie umsetze. Aber das Schöne ist natürlich, wenn ich jetzt hier eine Brücke ranklatsche, dann ist dieser Weg ja direkt damit verbunden. Und nach der Brücke kann ich dann mit einem anderen Weg weiterbauen, ohne dass ich diese Lücke da habe. Hab natürlich eine Brücke zwischengeklatscht. Ja, aber wenn wir hier eh einen Fluss vielleicht ziehen... Also bis jetzt fand ich die Idee gut. Hier habe ich ein paar Blumen hingesetzt jetzt mal. Ne?
So langsam muss das hier auch mal schick werden alles. Hier ist noch ein Wasserspender hingekommen. Ich kann sagen, er hört das schon wieder ein, ey. Und deswegen bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wo ich jetzt eine Brücke hinbaue. Ob ich jetzt die andere nehme? Oh, scheiße. Im Endeffekt ist es ja egal. Gebaut werden muss der Weg ja sowieso. Oh, ein 10.000 Stanny-Sack. So. Auspacken, Flexi-Schneelampe. Aha. Was auch immer das ist. Glückskatze. So, da würde ich sagen, kümmern wir uns einmal um den Weg. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir oben mit der Quelle schon mal weiter. Wie gesagt, wenn ich sie verschieben muss, ja, mein Gott, dann ist das so, ne? Davon werden wir jetzt auch nicht irgendwie sterben. Die Frage ist nur, was wir hier für eine schöne Brücke hinmachen. Soll denn ja, wenn möglich, nicht dieselbe sein. Oha, hier haben wir immer noch ein bisschen Weg vor uns. Vor allen Dingen nur hier. Das andere muss ich da ja noch wegmachen. Weil da kommen dann auch noch Blumen und Büsche hin und zwischendurch dann halt eine Lampe. Vor allen Dingen habe ich dann auch wahrscheinlich, wenn ich das alles noch ein Stück nach rechts setze, nicht so das Problem mit... Ich muss ja wieder zwei Treppen bauen. Da sprachen wir ja in der letzten Folge schon von, oder ich, dass ich die ja hier dann reinsetze, dass sie nicht rausguckt. Und das heißt, sie wird ja vier Blöcke rein, wird ja die erste Treppe sein und die nächste nochmal vier Blöcke rein. Das heißt, der Aufgang geht sehr weit ins Plateau. Und wenn denn da nicht direkt sofort die Quelle ist, sondern weiter rechts, dann ist das ja egal, wie weit das reingeht. Ich kann natürlich auch eine so gerade reinbauen und eine dann schräg davon weglaufen lassen auf die nächste Erhöhung. Geht ja auch alles, ne? Aber da bin ich mir irgendwie noch nicht sicher und da habe ich auch noch nicht die super geile Idee gehabt irgendwie. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber da ist das Positive, dass ich zwischendurch immer noch so meine täglichen Aufgaben immer mache. Dann laufe ich hier echt immer über die Insel und manchmal kommt dann so eine Idee. Weil dann, wie jetzt beim letzten Mal, habe ich halt schon mal angedeutet, was ich vorhab. Damit ich es auch nicht vergesse, weil mittlerweile kennt ihr mich, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und ja. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich würde ja sagen, hier. So, um den Dreh. Auch wieder so eine Scheißecke, ne? Nee. Ach. Da boxt der Papst im Kettenhemd schon wieder. Das ist... Oder? Passt das? Naja, ich zieh mal hier eben eine Line runter. Zieh mal eben eine Line! Ja. Irgendwann will ich mich auch nochmal daran machen, irgendwie ein eigenes Design zu machen. Die Frage ist, kann ich hier denn auch so mit, ich sage jetzt mal, ein bisschen Holzstruktur arbeiten. Ist das irgendwie möglich oder nicht? Na, das ist ja auch so eine Frage. Weil hier ist ja richtig Struktur. Ist ja nicht irgendwie nur einfach braun und eine dunkle Linie drum. Da ist ja richtig Maserung.
kriege ich das designtechnisch auch hin? Dann könnte man das mal heller machen. Oder kann man so ein Design hier nehmen und einfach verändern, indem man vielleicht sagt, die Farbe soll heller oder so. Das wird mir manchmal ja schon lang. So, und weiter geht's. Ich wollte sagen, kann die Kamera sich mal wieder so drehen, dass ich das sehe? Komische ist ja auch, das Design ist ja auch so ein bisschen, hier macht er jetzt im Endeffekt 4 Bretter und hier hat er gerade mal 2,5. Also man sieht es jetzt leider nicht, aber hier ist glaube ich noch ein Stück Brett. Oder selbst wenn es 2,5 gegen 3 sind irgendwie, wie fügt sich das, wenn man selber ein Design macht, dann zusammen? Bin ja mal gespannt. Auch dieser lange Streifen hier, ne? So. Wie fügt er sich so? Hier ist er jetzt. So. Ups, ihr wisst schon, was ich meine. Oh. So, hier ist er jetzt halb. Dann mache ich ihn hier, jetzt ist er fertig. Also es sind ja im Endeffekt. Für mich jetzt logisch gesehen wären es 2 verschiedene Designs, die man dann nebeneinander setzt und sich zusammenfügen und so. Weiß nicht, wie gut das mit eigenen Designs klappt. Aber auch das werden wir dann erleben. So, hier habe ich mir auch schon gedacht, hier lasse ich das vielleicht auch so breit. Ja, genau, stimmt, genau. Hier habe ich das. Hier habt ihr das ja schon. Hier ist eine Laterne. Hier ist eine Laterne. Da müsste wahrscheinlich nochmal eine zwischen. Weil so viel Licht geben die dann doch nicht ab. Aber das sieht man jetzt wahrscheinlich beim Feuerwerk sowieso nicht. Dann gehen wir mal eben zu Nook, holen uns mal eine Brücke. Was haltet ihr davon? Ah, Folge ist schon wieder fast vorbei. Das geht so schnell. Hier musste ich eben mal ein bisschen Weg wegnehmen, weil dieser Baum wollte einfach nicht wachsen. Und dann habe ich ihm hier auch noch mal ein bisschen Land gegeben. Jetzt wächst er wieder. Weil ich glaube, das ist ein Sternibaum. Das mache ich dann natürlich wieder gerade. Hier müssen wir natürlich auch noch mal den Weg hochgehen bis zur Treppe. Wir wollten zu Nuki und holen uns mal eine schöne Brücke und natürlich auch gleich genug Kohle, was sie kostet. Dann zahlen wir sie gleich ab und in der nächsten Folge habt ihr dann schon, zack, eine neue Brücke da. Ja, Infrastruktur hätte ich gerne, ne? Brücken und Aufgänge. Ja, ich hätte gerne noch ein paar mehr geile. Also die würde ich ums Verrecken nicht mehr bauen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Meine schöne Hängebrücke, ja. Die Holzbrücke ist auch cool. Fehlt mir allerdings das Geländer. Ich mag es mit Geländer irgendwie. Deswegen mag ich die auch nicht ganz so gerne.
Die Backsteinmauer haben wir jetzt unten. Das liegt jetzt natürlich auch noch so ein bisschen dran, mit welchem... Da kann man auch mal eine schöne Eisenbrücke bauen, ne? Die Japanbrücken nicht. Ich glaube, ich baue mal die oder doch die. Ah, schwierig, ey. Ist echt schwierig. Was baut man, damit man nicht wieder einreisen muss, ne? Oder doch mal die. Schöne Holzbrücke. Aber... Nee, ich möchte mal die bauen hier. Echt. Ja, eine Eisenbrücke. Komm. Was sollte die jetzt kosten? Ah, das sagt mir ja sonst gleich noch der Kollege da. Ich glaube, 228, ne? Ja, mach ich. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich nehme aber noch Kohle mit. Ich habe ja ein bisschen was gesammelt. So. 400.000 Auszahlungen. Wir nehmen mal genau das, was wir brauchen, damit ich natürlich auch noch was im Geldbeutel habe. Und in den nächsten Folgen bauen wir dann vielleicht oben mal weiter. Machen vielleicht auch nochmal meine Brücke fertig und so. Und ihr könnt mir ja nochmal, also wer Lust hat, schreibt mir mal in die Kommentare, wie das... Ach genau, mit dem Weg wollte ich mal weitermachen. Guck mal, habe ich auch schon alles geplant. Den Weg wollte ich weitermachen, hier eine Brücke hin, den Fluss hochziehen. Wie ihr die Idee findet, könnt ihr mal eure Meinung abgeben. Wird ihr natürlich gesittet. Sonst gibt es mit dem Teppich ausklopfer. Ganz klar, ne? So. Ja. Ich baue eine Mücke. Entschuldigung, ich gehe ja schon nicht daran. Hier ist kein geeignetes Ufer. Hast du Lack gesoffen? Hier würden die Bauwerke zu dicht beieinander stehen. Okay. Hahaha. Tolle Nummer. Wir können diese Brücke nicht bauen, weil mein Haus da noch steht. Jo, mei, saukrum ist es, gell? Aber wir sehen wenigstens schon mal, dass es hier genau, also wir den Weg richtig gebaut haben, weil hier passt es. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge erstmal mein Haus umklatschen. Oh, und ich weiß noch gar nicht, wohin damit. Ah, okay, dann lassen wir es erstmal mit der Brücke. Dann nehmen wir vielleicht erstmal hier den Bambus in der nächsten Folge auch nochmal weg. Ein paar habe ich schon weggenommen, kann ich euch eben nochmal zeigen. Wie gesagt, die Blümchen habt ihr ja gesehen hier. Die habe ich einmal komplett hier überall hin. Ich mag irgendwie diese Alpenveilchen. Hier wieder nur die rosanen, obwohl... Ach, diese Blumen finde ich irgendwie nicht schön. Wenn ich irgendwie nochmal eine andere schöne rosane habe, vielleicht sogar, wenn das dasselbe Rosa hat, vielleicht wie die Tulpe. Weil jetzt haben wir hier natürlich helleres Rosa gegen dunkleres. Ja. Thilo würde wieder sagen, Alter, du bist ein Ordnungsnazi. Und, ich habe jetzt hier einfach nochmal zwei Bambusdinger hingestellt. Wusste sonst nicht wohin. Hier ging nicht, weil zu klein. Genau dasselbe. Ich wollte sie eigentlich direkt hier neben haben, aber ich darf direkt hier neben, genauso wie direkt hier dran, nicht bauen. Musste ein bisschen Platz lassen. Und da wir ja auch nicht wissen, was wir jetzt hier mit diesem Feld machen, habe ich sonst gedacht, dass ich sonst hier erstmal so mein Bambusfeld errichte, falls wir mal wegen irgendwas wieder auch Bambus brauchen. Momentan brauchen wir ihn ja nur zum Stehen. Wir müssen ihn ja nicht ernten. Gucken wir mal. Gucken wir mal eben zusammen hier hoch. Das hier meine ich, ne? Also es läuft ja hier nicht direkt runter. Das ist leider ein bisschen schade. Oder auch hier. Ich würde denn ja schon fast sagen, dass ich das Haus
so hier hinstelle, ihr guckt jetzt mal auf die Minikarte. So, da, an der gestrichelten Linie und dann einfach hier rüber. Dann würdest du ungefähr hier stehen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt doch noch zusammen. Scheißegal, wir machen das. Dann haben wir wenigstens etwas gebaut, was in der nächsten Folge schon anders ist. Wahrscheinlich geht es nicht, weil ich das Brückenkit in der Tasche habe. Und er sagt, dass man mit dem Bau genug zu tun hat. Dann lange ich aber über den Tresen. Ja, ich schon wieder. Cool, wa? Stranger Things. Infrastruktur. Scheiße, das war woanders. Ah, Eigenheimberatung war das, ne? Ich habe eben gelesen, ich will abhauen. Mach ich. Okay, also wir können uns auch im Endeffekt erstmal Kids holen von ihm. Das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein zweites Brückenkit haben könnte, dass ich im Endeffekt nicht gleich wieder zu ihm latschen muss, aber im Endeffekt ist es auch egal. Mal eben ganz kurz zu ihm rein. Verschlingt jetzt ja auch nicht ewige Zeit. Oh, guck mal, wir sind voll drüber. Tut mir leid, aber... Ach, ich will euch halt immer mehr zeigen in so einer Folge, ne? Aber hier geht einfach nicht viel rein. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das Haus ungefähr hier hinpasst. Nein. Die Mauer soll ja schon stehen bleiben, ne? Jetzt ist die Frage, es ist vier breit, oder? Es ist vier breit. Warte mal eben. Mal sehen. Ich muss mal überlegen. Ich muss mal eben einmal ganz kurz was machen. Wir sind hier, habe ich gesagt. Ja. Also, das ist die erste Kante. Das ist die... Okay. Ich muss das jetzt mal wieder so als Anhaltspunkt nehmen irgendwie. Das ist, ich bin da ja so ein fucking Perfektionist. So, dann stelle ich mich mal eben hier hin. Umzugskit. Das würde klappen. Aber jetzt sehe ich den nächsten Fehler. Ich muss nochmal überlegen. Ich kann ja gerade gleich keine Mauer wieder hinbauen, wenn der Scheiß da steht. Na? Also müssen wir es so machen. So. Wenn es jetzt nicht ganz an der gestrichelten Linie ist, mein Gott. Ich will einmal sehen. Wie gesagt, wenn das jetzt nochmal auf einer Minikarte gezeigt werden würde, wäre das toll, ne? Aber okay. Kann ich alles haben. Ja, okay, ich stell's hier hin. Ja, schön.
Aber jetzt können wir auf der Minikarte gucken. Warte, ich gehe mal eben aus dem Weg. Aber es hat... Ah, es hat genau geklappt. Ja, cool. Dann haben wir hier bald ein neues Haus. Man könnte das hier noch hochziehen. Hier nochmal einen Weg hinmachen und so. Ah, dann hier einen schönen neuen Garten. Das hier habe ich jetzt einfach erstmal nur dahin geklatscht, damit ich es wieder aus dem Inventar hatte. Ich wollte damit jetzt mein Lager nicht voll zimmern. Apropos Lager, da komme ich jetzt heute gar nicht mehr ran, wenn ich noch ein bisschen grinden will, ne? Na gut. Muss ich heute auch nicht. Ich beende jetzt erstmal die Folge hier. Das ist ja... Ach, das wird ja immer länger hier. Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich denn endlich umgezogen bin. Und dann machen wir weiter mit dem Bauen und Dekorieren und was nicht alles dazu gehört. Bis denne!